Hallo Leute, ich bin's wieder. Die Fußball-EM findet, wie wir alle wissen, dieses Jahr nicht statt. Aber das ist kein Grund, mit den Fußballthemen aufzuhören. Nein, nein, es gibt wie sehr viele Fußballthemen immer noch, wie zum Beispiel: Hey du trägst ein geiles Fußballtrikot. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist: Ist deins real oder ist es gefaked? Ja, und nicht nur diese Frage, sondern auch weitere Fragen, wie zum Beispiel: Was könnte man noch fragen? Ach ja, du spielst ja auf dem Fußballplatz. Ich habe nur eine Frage. Spielt ihr auf echten Rasen, Kunstrasen oder habt ihr sogar noch einen alten Ascheplatz, wenn ich das mal nachfragen darf? Oder diese Frage. Also, wenn du ganz dringend musst und die Kabine ist zu, gehst du in die Büsche oder machst du es noch öffentlicher? Seht ihr? Auch Fußball, auch ohne Fußball-EM kann man dennoch über Fußball diskutieren. So einfach geht das. So, das war's dann auch wieder mit eurem Fußball-Experten, eurem Entertainment-Powerfuchs und bis zum nächsten Mal.